Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge FM21. Wir haben heute Torino auf dem Plan, Sassuolo und Atalanta. Das sind so Gegner, die kannst du an einem guten Tag schon schlagen. Ich frage dich halt, ob wir den guten Tag haben werden. Ja, ist schwierig. Momentan sind wir auch noch nicht so in der Form, die ich gerne bei uns hätte. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht von unserer Leistung bisher. Die Spieler performen momentan noch nicht so wirklich, wie ich es mir erhofft hatte. Von daher hoffe ich, dass es heute besser läuft. Spätestens nächste Folge dann aber mit Kivo und Benevento auf jeden Fall. Sind schon am Spieltag. Es gibt ein bisschen was Neues. Ich habe bei meinem Vorstand angefragt, ob wir die Trainingseinrichtungen verbessern können. Haben sie angenommen. Jugendeinrichtungen haben sie leider abgelehnt und auch mehr Coaches haben sie abgelehnt. Aber immerhin, das Ganze kostet uns ungefähr 1,1 Millionen. Finanzen sehen aber immer noch top, top, top aus. 1,2 waren es anscheinend. Ja, denke ich mal. Hab viel gescoutet. Es gab leider eine Verletzung von Ranocchia. Das ist nicht ganz so schlimm, weil es nicht ganz so lange ist. 2 Wochen sind das noch und ich wollte Sila jetzt eh die nächsten beiden Spiele in der Startelf drin haben. Ansonsten, ja, viele Verletzte noch. Also alle die Spieler hier, die können leider wirklich noch nicht. Ich habe extra geguckt, aber die Fitnesstests sagen nope. Lieber nicht. Und dann machen wir es natürlich auch nicht. Wir spielen also gegen Torino. Eben hat schon Napoli gewonnen, auch Inter, Sampdoria und Atalanta. Und so habe ich aufgestellt. Nichts Großartiges, ne? Wieder 4-3-3, Regini, Sila und Baluza in der Mitte. Ich würde sagen, wir legen einfach los und machen am besten ein gutes Spiel. Wobei wir nicht unbedingt gut spielen müssen, Hauptsache wir gewinnen. Das wäre auch okay. Torino haben wir, glaube ich, zuletzt geschlagen. Davor haben die uns geschlagen. Ist ein schwieriges Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, alle Spiele heute, die sind relativ tagesformabhängig. Wenn wir gut dabei sind, können wir alle schlagen. Wenn wir schlecht dabei sind, können wir von allen geschlagen werden. Es ist ziemlich gleich auf, würde ich sagen. Aber mal gucken. Also 4-3-3 bei uns, 4-2-3-1 bei Torino, unserem Gegner, die Saliba hinten drin haben. Evander hat man, sonst Ricardo Horta, Andrea Belotti ist immer noch dabei, der mittlerweile auch schon 31 Jahre alt ist. Linetti, Cengiz Ünder heute nur auf der Bank. Und Federico Bonazzoli. So, die ersten 26, 27 Minuten sind umgegangen, ohne dass was Relevantes passiert. Wir hatten einen Torschuss, der gibt uns 0,08 XG. Das ist dann eher wahrscheinlich Marke Kullerball gewesen. So, vielleicht mal ein Einwurf. Kabianka, ach, leider zum Gegner. Aber wir setzen gut nach. Flanke kommt mit rechts rein, aber auch der Ball ist nicht gut. Bürz geht mal nach vorne. Da mussten wir unter der Woche übrigens 1,2 Millionen zahlen, weil der sein x-tes Länderspiel gemacht hat. Flanke sieht solide aus und Andrea Reggini, Tor Nummer 1. Und ich glaube auch von Andres war es Vorlage Nummer 1. Sehr schön. Bürz sehr weit nach vorne gegangen. Ist so drin in der Taktik, auch in dieser 4-3-3-Taktik. Schöne Flanke von Andres und dann setzt sich Reggini gegen Okoli durch. Das hatten wir ja schon mal bereits thematisiert, dass das vielleicht ein Faktor sein könnte. Regini mit seinen 1,87 und Sprunghöhe 17, dass er dann halt eventuell, gut zu dem Zeitpunkt als Zehner, jetzt als verkappter Zehner schon in diese Situation kommt und die dann reinmachen kann. Und das hat er halt gleich bewiesen. Sehr nice. Genau dafür soll er so weit nach vorne gehen, weshalb ich ja auch mal so ein bisschen gezögert habe, ihn auf die 8 zu packen. Wobei natürlich auf der 8 auch sehr wichtig ist, dass du das ein oder andere Kopfballduell gewinnst. Kopfballduell gewinnst? Kopfballduell gewinnst. Kopfballtechnik 8 ist jetzt auch nicht so supi, ne? Also, können schon sehr glücklich darüber sein, dass er das Tor getroffen hat. Poskos und Buenacasa nicht ganz so gut von der Note her. Buenacasa ist wahrscheinlich dann eher nicht davon, oder profitiert eher nicht davon, dass Poskos so schlecht ist, der mittlerweile auch so 6,1 ist. Ui. Wir hätten auf der linken Seite eigentlich momentan gar nichts zum Wechseln, weil halt alle verletzt sind. Chilimenski könnte man reinnehmen. Ich würde noch kurz ein bisschen abwarten, aber Poskos wird leider immer noch schlechter. Kabianka mit dem Freistoß. Sila hat sehr viel Platz. Hohohoho, was ein Schuss. Erstes Saisontor und ich glaube auch hier wieder die erste Vorlage von Kabianka. Was für ein Strahl. Oh, Sila, nice. Wunderschöner Schuss. Boah, geil. Einfach nur geil. Wunderschön gemacht, Sila. Wunderschön. Ich glaube, er hat bei Leverkusen gar kein Tor gemacht. Distanzschüsse hat er 14. Also
Nicht schlecht, nicht schlecht. Postkurs ist auf eine 6,3 jetzt. Ich werde ihn trotzdem für Chelimenski rausnehmen. Finden es wieder nicht so geil. Haben einige Länderspiele gespielt. Meistens natürlich U-Länderspiele. Aber was ich sehe, gefällt mir sehr. Torino hatte bis eben nur einen Torschuss. Jetzt sind sie innerhalb von einer Szene auf drei gekommen. Und Andres geht wieder nach vorne. Der Ball ist super optimistisch leider. Ist natürlich noch nicht vorbei, ne? Wir haben noch 9 Minuten, da kann man auf jeden Fall zwei Gegentore, wenn nicht sogar mehr, kassieren. Ah, hinten ein bisschen zerpflückt. Oh, Inder hat viel Platz und Tadikone steht da. Nice, auch wenn das vielleicht ein bisschen sehr einfach ging. Ich werde nochmal Jepaun reinbringen für... Oh, Tadikone, Dankeschön. Ich bringe ihn natürlich nicht für Tadikone, aber hui. Danke, Tadikone hat uns schon wieder vor dem Anschlusstreffer bewahrt. Wir gehen mal auf kontrolliert zurück. Und gehen auch hier auf Zeitspiel, während Torino gerade auf ein 3, nee, auf ein 5, 2, 3 umgestellt hat. Belotti, Graziani und Ünder jetzt auf den Offensivpositionen. Aber ich glaube, das sollten wir jetzt haben. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, kein Gegentor mehr zu kassieren. Ich glaube, einen Wechsel haben wir nicht mehr, oder? Doch, ich dürfte noch einen haben. Dann kommt Magalan rein für Baluza. Und das war's. Wir gewinnen ziemlich verdient, würde ich sagen. Mit 2 zu 0 gegen Torino. Saustarkes Spiel gerade von Sila. Also war, glaube ich, das Spiel Nummer 1 von Anfang an bei uns. Nicht nur wegen dem Tor richtig stark. Jupp, seine dritte Partie erst für uns. Gut, wir dürfen halt auch nichts anderes, ehrlich gesagt, erwarten, ne? Weil ganz ehrlich, er spielt halt einfach 70% mindestens der Spiele bei Leverkusen. Dann muss er natürlich für uns auch gut sein. Aber ich bin sehr glücklich über diesen Sieg, der auch wirklich hochverdient war. Also wir haben uns nicht irgendwie durchgelackt oder so. Es war wirklich sehr, sehr gut. 10 Punkte jetzt nach 7 Spielen. Und Sassuolo, der nächste Gegner, letztes Jahr so stark, dieses Jahr bisher nur Platz 11. Müssen wir mal gucken. Und vor allem ein paar Verletzte sollten zurückkommen. Wenn nicht sogar fast alle, was enorm helfen wird. Ich bin schon mal so optimistisch, dass ich die alle reinpacken werde, wie Mancuso und Paroni, Totino und Balaguer lasse ich mal noch draußen. Der soll dann eh erstmal in U20 wieder spielen, damit er Matchpraxis bekommt. Und dann sitzt du noch Ranocchia und Tito, die für die nächsten Partien ausfallen werden. Wobei bei Ranocchia kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass er vielleicht für 30 Minuten gegen Sassuolo könnte. Aber da Sila auch jetzt gut ein gutes Spiel gemacht hat, muss man darüber gar nicht nachdenken. Hauptsache, ne? Ihr wisst, was jetzt kommen würde, ne? Aber ich werde es natürlich nicht aussprechen, weil dann passiert es nämlich. Ich werde natürlich auch weiterhin nebenbei scouten, weshalb ab und zu viele Nachrichten reinkommen werden. Aber das wird sich dann langsam, denke ich, ein bisschen auflösen. Es sind ja in Anführungszeichen nur noch 440 Aufträge. Dann haben wir das auch. Juve hat auch gewonnen. Ansonsten Fiorentina, Udinese und Bologna mit den Siegen. Bologna überraschend, aber eigentlich auch nicht, wenn man die aktuelle Form von AS Rom eher ansieht. Immer noch auf Platz 19, 4 Punkte nur. Einen Sieg haben sie geholt. Sassuolo ist jetzt auf Platz 14 abgerutscht. Also momentan auch in einem Formtief. Ich hoffe, das können wir auch noch ausnutzen. Allerdings ist der Kader von Sassuolo stark genug, dass er uns auch in einem Formtief besiegen könnte. Und die sind nicht umsonst halt letztes Jahr auf Platz 2 gelandet. Milan hat Cagliari mit 2 zu 0 besiegt. Und wir haben Merghini, der U19-Spieler der Woche ist. Wurde verletzungsbedingt in seiner Entwicklung zurückgeworfen. Finde ich jetzt ein bisschen krass, das zu sagen, bei Balaguer, der jetzt 5 Wochen ausgefallen ist. Leute, ich habe gerade 25,8 Grad hier drinnen, ne? Boah, jetzt geht das schwer los. Und es ist gerade mal der Anfang. Huh. Ich habe ja ganz schön umgeräumt im Gegensatz zum letzten Jahr, sprich über den Winter. Und ich sitze jetzt deutlich näher am Fenster drin und ich glaube, das wird mir nicht gut tun jetzt in den Sommermonaten. Ach. Also wenn ihr die nächsten Folgen merkt, dass ich mache, dann bin ich nicht schwanger und habe keine Wehen, sondern mir ist halt wirklich sehr warm, einfach nur. Wie sollen das Wetter die nächsten Tage werden in Berlin? Zeigt mal ja. Momentan sind es 28 Grad draußen, kann ich euch sagen. Ui, puh.
Morgen 27, okay, ja, das wird sehr warm die nächsten Tage. Also, wie gesagt, ne, die nächsten Folgen nicht wundern, wenn der Typ hier halb abkratzt. Aber so ist es dann nun mal. Ach, so. Trainingswoche ist relativ easy, ne? Bisschen Ballbesitz, bisschen Chancenverwertung. Das, was wir halt brauchen. Gerade Postkurs muss unbedingt ein bisschen mehr liefern. Totino ist jetzt auch langsam wieder fit, also Postkurs wird, wenn er jetzt nicht gut spielt, seine Position im Spiel gegen Atalanta, die dann auf Platz 5 sind, eher verlieren. So, was gibt's Neues? Nischt. Spielen Gegenpressing. Und wir öffnen den Spieltag mit Spal gegen Kivo. Mancuso ist wieder im Teamtraining drin, das ist sehr schön. Trainingswoche war sehr solide, 7,86er Durchschnittswertung ist ja doch eigentlich echt gut. Hat auch keiner schlecht trainiert, von daher kann man eigentlich nur glücklich sein. Kivo hat gewonnen. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass AS Rom damit auf dem letzten Platz ist? Nee, habe ich nicht richtig gesehen. Benevento ist nämlich noch ganz hinten. So, Pressekonferenz machen wir wie immer nicht. Die mache ich wirklich nur offscreen, weil das ist langweilig, wenn man das halt schon so oft gemacht hat. Also nach einer Saison kannst du dir die echt sparen. Hatten wir ja schon mal gesagt, ne? Mal schauen, vielleicht können sie irgendwie was Interessanteres machen. Ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, wenn man das ein bisschen Arcady machen würde und so ein kleines Minigame machen würde. Aber ich glaube, das ist nicht im Konzept des FMs. Sprich, wenn man halt so ein kleines Aim-Event machen muss, wo du hier die Box, hier die Box, hier die Box, hier die Box drücken musst. Das wäre vielleicht ganz lustig, aber ich glaube, das macht dann eher keinen Sinn. So, hier kamen mal ein paar Berichte jetzt rein. Das, wow, hallo? Das, wow, okay, was ist jetzt passiert? Bin ich richtig? Ja. Interessant. Habe aber immer noch extrem viele Spieler hier drauf, die keine Scouting-Empfehlung haben. Hä? Also logischerweise geht die Scouting-Empfehlung weg, wenn ich den Scout entlasse, weil der Scouting-Bericht geht dann halt mit ihm auch weg. Die Sterne bleiben dann halt, ne, so wie ihr das hier gerade seht. Aber warum hatte ich denn jetzt gerade die Scouting-Empfehlung drin, obwohl die Berichte nicht da waren? Momentan scoute ich auch weiterhin erstmal nur U19-Spieler, die mindestens ein Busy Italiener sind. Und danach werde ich dann sukzessive halt U15, U16, U17, U18 Spieler scouten, bis ich im idealsten Fälle der Fälle wirklich jeden U18 Spieler der Welt kenne und wie gut er halt ist. Aber das wird dann locker noch bis zum nächsten Sommer dauern. Und ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen. Weil irgendwann wird es dann dazu kommen, dass ich planen muss für die nächste Saison und dann halt vor allem beispielsweise Außenverteidiger scouten muss. So, Totino, Paroni, Balaguer und Ranocchia können immer noch nicht. Was ich sehr schade finde. Benevento hat ganz knapp gegen Juve gewonnen. Verloren, sorry, verloren. Juve hat in der 91. Minute durch ein Tor gewonnen. Puh. Ich werde die trotzdem, glaube ich, drinnen lassen, einfach nur, weil ich jetzt ein bisschen zu faul bin, die rauszunehmen. Mittelstädt spielt bei Sassuolo. Sotil auf links, Ivanov auf rechts, vorne als Salcedo. Das ist wirklich keine einfache Aufgabe, aber das Spiel eben gibt mir ein bisschen Hoffnung. Also Totino und Paroni sind zwar dabei, können aber definitiv nicht spielen. Ranocchia auch nicht, den werde ich jetzt aber nicht auf die Bank packen, weil zwei Spieler reichen ja schon. So, dann auf geht's. Ist das Solo, wie gesagt, momentan so ein bisschen im Formtief. Jedenfalls augenscheinlich. Mal schauen, was das hier gleich sagt. Unsere Form ist jetzt auch nicht so die beste, ne? Zwei Siege, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Und das Solo hat einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Also ein bisschen schlechter, aber auch nicht meilenweit. Ich glaube, wer dieses Spiel jetzt gewinnen wird, wird Form hoch erleben. Habe ich so ein Gefühl. Bei uns klar, weil wir halt dann zwei Siege in Folge hätten. Atalanta wird aber sehr schwer. Weiß ich nicht. Ich kenne natürlich auch den nächsten Gegner von Sassuolo nicht, aber das ist jetzt auch erstmal wurscht. So, Andres kriegt den Ball von Dalman serviert, gibt ihn auch sofort wieder zurück.
Flanke kommt auf Andres. Ah, schade, Kranio im Tor hat ihn. Der Kopfball war jetzt nicht der idealste, also präzise war er nicht wirklich und hat auch nicht wirklich viel Power drauf, aber immerhin mal eine Chance. Das war nichts von Poskos. Jetzt kommt das Solo über Ivanov. Der beste Spieler bei das Solo, haben wir gesehen. Flanke wird abgefangen von Kabianka. Gut gemacht, Pass ist ganz schön risky. Langer Ball nach vorne ist leider nichts, aber Sila passt auf. Der Schiri steht ein bisschen weg. Langer Ball nach vorne, vielleicht kommt er an. Auch hier ein bisschen risky. Bonacasa schnappt sich den Ball und macht das 1:0 nach einer Viertelstunde im Spiel. Führen wir 1:0. Ey, der Ball jetzt hier von Kranio war schon echt sehr risky. Und Ruggeri dann ganz, ganz schlimm, weil er zurück zu seinem Innenverteidiger-Kollegen spielen möchte. Aber Buonacasa dazwischen spritzt und ja, easy das Ding rein versenkt ins Loch. Sorry. Eckball von Marco Rook. Oh, Tadikone war nicht mehr dran. Udinese führt schon gegen Rom wieder. Andres. Ah, Flanke kommt sehr gut. Oh, Poskos kriegt die nicht. Wird weit nach vorne. Netkov ist als einziger jetzt hinten zur Absicherung. Deshalb geht es jetzt auch mal ganz hinten rum. Mit Tadikone. Jetzt müsste eigentlich der lange Ball kommen. Ansonsten Dahlmann. Ja, ist schon da. Schöner Ball auf Buonacasa. Von da wird schwierig, aber. Ja, Caranio ist ein zu großes Hindernis für Buonacasa. Wenn er damit richtig viel Schmackes schießt, geht er vielleicht was, aber so. Dass er nichts. Poskos bleibt zweimal mit seiner Flanke im Nichts hängen. Und wieder Sassuolo. So ein 2-0 wäre halt ideal, weil Sassuolo schon sehr, 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 sehr gut nach vorne pusht. Starker Ball und ja, das war ein extrem guter Schuss von Franco Tonja. Vorlage von Riccardo Sottil. Ja, die haben halt immer noch die Qualitäten. Ne? Das darf man halt nie vergessen, auch wenn eine Mannschaft im Formtief ist. Wenn du halt so krasse Spieler hast, da darfst du natürlich auch den Platz nicht so freilassen. Das war schlecht von Baluza, der eher im Nirgendwo hängt. Muss er besser hinkriegen. Birz mit der ersten Gamekarte für uns. Marco Rook hatte bereits die erste in der 6. Minute für Sassuolo bekommen. 4:1 Schüsse aufs Tor. Natürlich trifft Sassuolo mit dem ersten Torschuss. Hat jetzt aber das Problem, dass Riccardo Sottil verletzt raus muss. Könnte eventuell uns helfen, wie ist das passiert. Da kriegt er den Ball. Ich war auf der anderen Seite. Ja, ist einfach mit dem Fuß wahrscheinlich hängen geblieben. Weil ich hatte auch mal Riccardo Sottil letztes Jahr im FM in einem Save by. Oh, ich weiß nicht mal, welcher Verein das war. Aber auf jeden Fall hatte ich Sottil als Rechtsaußen und der war richtig krass und deswegen ist er für mich halt auch der Rechtsaußenspieler. Kabianka holt sich den Ball zurück. Vielleicht jetzt mal einen kleinen Stich setzen. Kurz vor der Halbzeitpause wäre ideal. Andres, guter Ball. Poskos. Nice. Sehr schön. Sehr nice. Perfekt. Sehr, sehr nice. So und nicht anders, ne? Andres mit der zweiten Vorlage. Wunderschön gespielt. Schön auch, dass Regini wegbleibt. Und der Zeitpunkt für die Führung, für die erneute, ist ideal. Sehr nice gemacht, aber nicht selbstzufrieden werden. Ne? Das ist ein schwieriges Ding gegen Sassuolo. Ihr habt es halt einmal gesehen. Sassuolo, wie gesagt, die machen viele Fehler. Klar, wir haben ja auch von einem profitiert. Aber wenn die halt einmal vors Tor kommen, wird es extrem gefährlich. Und auch jetzt, wenn sie einen der besten Spieler mit Sottil verloren haben, wird es einfach gefährlich. Buonacasa kriegt den Ball von Regini. Auch hier wieder die Größe, sehr entscheidend. Andres, oh, Sila, nee. Schwächerer rechter Fuß. Mit dem schwachen Fuß dann ein One-Touch oder ein First-Time-Shot zu machen, ist schwierig. Ja, geht gleich wieder nach vorne. Buonacasa. Euer Linksaußen nimmt Kabianka mit. Flanke kommt so gar nicht so schlecht. Aber Poskos kann den Ball dann auch. Ja, er wollte ihn aufs Tor bringen. Oder er hat ihn aufs Tor gebracht, aber er muss ihn halt in den Rückraum bringen. So übrigens gerade, dass Kabianka gar keine Vorlage für das Tor von Buonacasa bekommen hat. Ich glaube, Andres hat für Poskos gerade aufgelegt. Oder war das eben? Ich glaube, es war eben, ne, mit Kabianka. Bin ein bisschen verwirrt.
Kabianka generell heute nicht so stark von der Note her. Weiß nicht, ob wir da reagieren müssten. Ich meine, keine gelbe Karte, 6,5 jetzt. Ich würde Poskus mal rausnehmen, würde dafür Mancuso reinbringen, der gerade wieder genesen ist. Auch hier wieder ein bisschen risky. Aber das zieht sich so ein bisschen durch bisher, ne? Durch unsere Saison ist alles ein bisschen risky bei uns. Kabiankas Flanke kommt auf Regini und der trifft leider die Latte. Ich habe kein Problem damit, wenn wir halt sehr riskant spielen, weil dadurch kann man sich mehr Chancen halt erarbeiten. Das Problem ist halt, in der Form, in der wir aktuell sind, ist es sehr gefährlich, so riskant zu spielen. Ähnlich wie der Ball von Kranjo. Andres ist im 16er, Flanke kommt auf Regini und Kranjo lässt ihn durchflupschen. Andrea Regini mit dem 3 zu 1 in der 81. Ich glaube, das könnte schon fast gewesen sein. Daimann auf Andres und dann die sehr schöne Flanke. Und Andres hat sich jetzt eigentlich schon vorbeigespielt an Chilimenski aktuell. Sehr schön. Was könnten wir wechseln noch? Ich würde sagen, fast gar nichts eigentlich. Aber die Fitness bei Regini und Andres sieht nicht so geil aus, weshalb ich die dann doch eher austauschen würde gegen Iusis und Chilemanski. 5 Minuten noch. Wir führen 3 zu 1 gegen Sassuolo. Und leider geht der Einwurf trotzdem wieder direkt zum Gegner. Ja, wird noch gefährlich wahrscheinlich, wenn der Ball jetzt oh, gut kommt. Jupp. Mittelstädt mit dem Ball auf Fornals. Starke Grätsche. Erstmal Ball ist noch super heiß. Tonga eben Tor gemacht. Mittelstädt in die Mitte. Und dann ist es Tadikone, der den Ball einfach aufnehmen darf, weil Canciano nicht rechtzeitig reagieren kann. Langer Ball nach vorne. Bonacasa kriegt ihn nicht. Mitte ist ein bisschen offen, obwohl wir halt zwei Spieler da haben sollten. Von Moos und Kabianka mit einer super fairen Grätsche. Mittlerweile von offensiv auf kontrolliert zurückgegangen. Nächster Ball rein, Netkov klärt. Da sollten wir auch gleich mal wieder fragen, ob er vielleicht Bock hätte, mit uns zu verlängern, aber wahrscheinlich nicht. Und der Ball ist im Aus. Das sieht wieder sehr gut für uns aus. Haben wir uns heute belohnt mit unseren 8 Torschüssen, 3 Tore gemacht. Und ja, leider ein Gegentor kassiert. Aber so stark ist das Solo nun mal. Ich bin sehr glücklich, Jungs. Starke Folge bisher. Aber jetzt kommt halt gleich noch der schwerste Gegner mit Atalanta Bergamo. So, wir zahlen gleich mal wieder ein bisschen Geld. Aber das ist okay, solange die Spieler halt performen. Netkov, hallo! Ah. Muss ich den wirklich ablösefrei gehen lassen? Er spielt halt jetzt schon wieder überragend, ne? Oh, was könnte ich noch machen? Mich ärgert es ein bisschen, ne? Weil hätten wir die Europa League letztes Jahr geschafft oder die Conference League, ich glaube, dann wäre er geblieben. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen früher jetzt sputen, wenn unsere Reputation noch nicht so gut ist, dass wir vielleicht dann doch mal früher mit den jeweiligen Spielern verlängern. Da werde ich mir mal Gedanken machen für die kommenden Folgen, weil wir haben ja einige, bei denen der Vertrag halt dann 2027 halt ausläuft, ne? Tito Paroni werden wir ziemlich spät erst entscheiden. Paroni, kann ich mir vorstellen, wäre noch weiterhin ein guter Backup-Keeper, aber das sind hier die Spieler in der A11, die 2027 keinen Vertrag mehr haben. Da müssen wir eigentlich mit Kabianca Regini mindestens verlängern. Bei Iusis, Mancuso, Totino, Kanimuna müssten wir uns entscheiden. Akoto ist ja safe weg und Alous ist auch eher Tendenz weg. U20 haben wir auch einige. Andrea Brilli beispielsweise, in Cardona auch. Und dann müssten wir auch demnächst mal schauen, wie wir das mit Girchak machen, weil nicht nur sein Vertrag läuft 2027 aus, er hat ja auch noch die Ausstiegsklausel in Höhe von 7,75 Millionen. Wenn da jemand Bock drauf hat, könnte das gefährlich werden. Stammspieler eher nicht, ne? Das wollen wir dann alles wieder nicht. Also es wird wieder teurer. Aber irgendwo müssen wir es dann halt machen, ne? Ich meine, so kriegen wir die Ausstiegsklausel raus und ich glaube, das machen wir auch gleich. Na gut, dann machen wir das mal fix. So, ich würde erstmal auf 10k gehen. Das wird er natürlich nicht daneben, aber wir machen es einfach mal. So, Torprämie geht hoch auf. Machen wir 4. Team of the Year Prämie geht auf 50.000. Das lassen wir so, das lassen wir so. Und Vorlagenprämie
Hau ich auch noch rein für 400, für 4000 Euro. 17 möchte haben. Dann gehen wir auf 12 und ich glaube, dann könnten wir uns eventuell auf 13,5 einigen. Ah, 13,5 könnte ein bisschen knapp werden, aber 14 sollte auf jeden Fall passen. Torschützenkönig Prämie machen wir auch noch rein für 90.000 Euro und je Länderspiel kriegst du 2K. Nimmt er an, passt. Damit wir das schon mal raus haben, ne? Mit der einen Klausel. Weil danach hat jetzt nur noch Sila die Ausstiegsklausel für Champions League Vereine mit 35,5 Millionen. Und dann halt natürlich Netkov. Wir haben noch ein paar andere Klauseln, gerade Abstiegsklausel und so weiter, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Und ein paar andere, die sind da nicht relevant. Ich glaube, Akoto hat eine 3,5 Millionen Ausstiegsklausel, aber die wird halt natürlich keiner ziehen. Also ich habe mir jetzt wirklich nur die drei aufgeschrieben, die wirklich irrelevant für uns sind mit Netkov, Sila und Girchak. So, hier haben wir wieder neue Scouting-Empfehlungen. Wundert mich gerade, ne? Warum? Hätte man vielleicht vorher schauen sollen, wie viel ich hatte, damit ich das besser beurteilen konnte, ob das jetzt nun wirklich gestimmt hat oder nicht. Ich weiß es nämlich nicht. So, jetzt wird's 9. gegen 5. werden, obwohl wir halt gerade zweimal miteinander gewonnen haben, haben wir leider nicht wirklich viel Boden gut gemacht. Dabei kann man aber sagen, es sind nur 3 Punkte auf dem Champions League Platz, von daher. Füße stillhalten ist alles im kompletten Lot momentan. Wir sind wieder rangekommen. Atalanta wird jetzt nochmal schwierig werden und danach möchte ich da eine schöne Siegesserie eigentlich sehen, wenn die Gegner kommen, die halt nicht so gut sind. Was ich aber auch auf jeden Fall auch für realistisch halte, dass wir ab der nächsten Folge mal wieder ein bisschen mehr Spiele in Folge gewinnen als nur halt zwei jetzt. Von mir aus können wir jetzt auch gegen Atalanta gewinnen, alles wäre schön. Unentschieden würde ich auch nehmen, muss ich sagen. Mal gucken einfach, ne? Regini ist schon wieder U19-Spieler der Woche und Andres hat eine Warnverhärtung. Wäre schön, wenn die schön massiert wird, damit die nicht mehr verhärtet ist bis zum Samstag. Und ich werde mir dann auch bald schon Gedanken machen müssen, wie wir dann für die kommenden Jahre planen. Sprich, ob wir uns vielleicht im Winter ein junges Talent holen müssen. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich gerade viel scoute und noch nicht von allen 100% weiß. Aber man kann ja positionsspezifisch dann erstmal fortfahren. Momentan wüsste ich nicht so wirklich, was man da machen sollte. Also hinten sind wir komplett fertig erstmal mit Kabianca, Dallmann, Balaguer und ja, Reidarsson oder Uribe sind wir eigentlich so komplett für die Zukunft bestückt, dass wir da gar keinen kaufen müssen. Vorne wäre interessanter. Ich glaube, vorne könnte man sich Gedanken machen, wenn Jupaune und Gierczak nicht performen. Brilli ist auch so eine Sache. Links haben wir Poskus. Wir haben halt auf jeder Position mittlerweile schon einen sehr jungen Spieler, der sehr viel Talent hat und sehr viel Zukunft hat. Von daher ist es dann schwierig. Sechs haben wir mittlerweile auch bekommen durch unseren eigenen Youth Intake. Der hat übrigens auch schon U20 gespielt für Kamerun. Während Lisandro Magalan und Michael Akoto leider schlecht trainieren, finde ich nicht so schön. Jupauna hat gut trainiert, genauso wie Sila. Sehr schön. Sila lässt mich Ranocchia überhaupt nicht vermissen. Bisher. Ja, schwierig, ne, was man da so machen könnte. Man darf natürlich auch nicht außer Acht lassen. Eventuell performt einer dieser jungen Spieler irgendwann nicht mehr so gut. Dann wäre es gut, wenn man direkt halt ein Backup hat. Und Regini ist auch U19-Spieler des Monats im Oktober geworden. Sehr nice. Weshalb ich auch gesagt habe, da ist gerade mit dem Sturm, ne, dass es da interessant werden könnte. So, also Gierczak hat ja seinen Vertrag unterschrieben, deshalb haben wir jetzt eigentlich nur noch zwei Aufstiegsklauseln, die wir so ansatzweise im Kopf behalten müssen mit Netkov und Sila. Bei beiden würde ich halt logischerweise die Angebote direkt annehmen momentan. Bei Netkov logisch, weil er halt sonst keinen Vertrag mehr im nächsten Jahr hat. Totino kann leider immer noch nicht. Dafür kann Ranocchia und Mancuso Balaguer. Und bei Sila wären 35,5 einfach nochmal sehr nice. 4-3-3 ist es bei Atalanta. Wie bei uns jetzt halt gleich. So, dann nehmen wir Ranocchia mit. Totino lasse ich dann gleich draußen. Ranocchia kommt hier rein. Balaguer kann ja mit. Dann tauschen wir das alles so. Und dann passt das. Okay, 12 Tage bis 4 Wochen noch. Das ist klar, dass ihr noch ein bisschen braucht.
Der Rest wird jetzt demnächst komplett fit sein. Aber wir werden nichts ändern. Andres mit seiner Warnverhärtung ist einsatzbereit. Ich hoffe, dass er gut spielen wird. Atalanta wird dann nochmal eine große Herausforderung werden in dieser Folge jetzt. Ich gehe aber mit einer positiven Stimmung rein, muss ich sagen. Vielleicht klappt es ja. Rini ist aggressiv. Jetzt nicht mehr zum Glück. Auf geht's. Andres ist der Einzige, der nicht motiviert war. Atalanta mit Ismail Azar und Loscheropo auf den Außen. Flavio De Luca ist vorne. 19-jähriger Region mit 2,2 Millionen Marktwert. Man hat noch Matteo Pessina, Lucas Torreira und Amadou Diawara. Sebastiano Luperto ist dabei. Nico Elvedi. Dubois auf rechts. Gagliardini ist auf der Bank. De La Vega. Und Kasper Dolberg. Je nach Spielverlauf wäre ich also momentan natürlich komplett mit dem Unentschieden zufrieden. Vorher würde ich auch sofort einen Unentschieden nehmen. Mal gucken, momentan 4 zu 2 Schüsse, 1 zu 0 aufs Tor. 0,35er XG wundert mich so ein bisschen, dass wir die Szene dann nicht gesehen haben, weil 0,35er XG gibt mir eigentlich schon die Hoffnung, dass der Schuss oder die Chance solide war. Andres schön vorbeigekommen am Gegner. Pusht, sehr guter Ball auf Bonacassa und wir führen mit der ersten Szene, die wir sehen. Und Andres spielt sich gerade so ein bisschen in mein Herz. Schnappt sich hier den Ball vor Diawara. Läuft und läuft und läuft. Und dann der Pass im perfekten Zeitpunkt. Für Buonacasa. Ballannahme und sofort der Schuss an Kanesecchi vorbei. Sehr nice. Und wir führen erneut. Wow. Aber Atalanta wird mehr Power aufbringen. Wären damit auch an Atalanta vorbei, aber die werden auch richtig viel Power reinlegen in ihre Offensivchancen. Wir haben auch schon drei gelbe Karten, beide Außenverteidiger und der Sechser. Das könnte auch sehr risky werden. Auch hier nicht selbstzufrieden werden. Jungs, Kabianka. Shit, habe ich nicht hinbekommen. Er ist jetzt demotiviert, hat eine 6,4 und eine gelbe Karte. Sehr, sehr risky. Und direkt eine Szene über seine Seite. Postkurs? Oder kommt auf Bonacassa an? Ja, jetzt wäre vielleicht ein langer Ball mal eine Idee gewesen, aber ruhig spielen macht auch Sinn. Alles gut bisher. Andres. Läuft und läuft schon wieder. Andres! Andres macht ihn einfach rein! 2 zu 0! Ah, wäre Chendi Menzki mal gegangen, ne? Für die 33 Millionen. Andres lässt mich den hier komplett vergessen. Kriegt den Ball hier kurz vor der Mittellinie. Und läuft und läuft und läuft, dann wird nicht angegangen. Das ist das typische FM-Problem. Und dann einfach Schuss ins Torwart-Eck. Und er macht ihn easy rein. 2-0. Ich gehe von offensiv auf kontrolliert. Wir haben eine super Führung gegen Atalanta. Wir sind gerade in der Pole Position hier auf den Sieg, auf den dritten Sieg im dritten Spiel in dieser Folge. Und jetzt haben sie Andres so ein bisschen kaputt getreten. Ich würde gerne die News bekommen auf der Trainerbank, was da wohl kaputt ist. Ach so, war der vorher schon? Ich glaube, das war vorher schon, ne? Habe ich das echt nicht gesehen gerade? Wegen der Warnverhärtung? Dann möchte ich ihn jetzt aber trotzdem rausnehmen. Er hat eine super Partie abgeliefert. Ich glaube, das war vorher schon. Sorry, dann vergiss, was ich gesagt habe. Ich war doof. Und Kabianka auch. Das ist mir zu risky. Auf geht's, Meras. Kein Bullshit machen, bitte. Den letzten Wechsel werde ich mir dann so für die 80. aufheben. Da sind vielleicht Justus eine Idee für Regeni oder Mancuso für Poskus. Jetzt machen wir erstmal Zeitspiel rein. Sieht momentan noch gut aus, aber es kann sich schnell ändern. Atalanta hat bisher nur einen Torschuss. Immerhin war der nicht drin. Alle drei Offensiven relativ abgemeldet. Jetzt haben sie vier Offensive bei Atalanta, aber die Zeit läuft denen zum Glück komplett davon. Regini geht und Iusis kommt. Und wir werden nochmal eine Szene haben. Einwurf von Meras, natürlich lässt er sich jetzt schon Zeit, ist ja auch richtig so. Knapp eine Minute noch regulär. Oh, das war ein Riesenfehler von Poskos. Sa hat viel Platz und Tarikone rettet uns. Die Null, bisher zumindest 5 Minuten gibt es oben drauf. 5 Minuten, die ewig lang sein könnten, aber erstmal klären wir wieder gut. Meine Außenverteidiger packen nebenbei von Flügelverteidigern auf unterstützenden
Außenverteidigern und Chilimenski nimmt diesen Ball direkt. Kanezeki hätte den aber auch, glaube ich, gehabt, wenn er nicht zu hoch gegangen wäre, so wie er es jetzt war. Nochmal eine Szene, aber es sind nur noch eine Minute und knapp 10 Sekunden. Das sollte eigentlich drin sein für uns, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich würde aber trotzdem gerne zu Null spielen. Buena Casa vor Kanezeki und schießt ihn ab. Der Keeper hat nicht mal reagiert. Aber das Ding haben wir. Dann haben wir echt 3 Spiele, 3 Siege in dieser Folge, was lange überfällig war und was mich sehr freut. Medasch macht noch ein bisschen Zeitspiel mit Iusis. Ah, das Ding ist durch. Und wir haben 9 Punkte heute geholt. Riesig, riesig für uns. Schiri, pfeif mal ab, bitte. Schiri. Schiri? Dankeschön. Nice, Boys. Absolut nice. Riesenspiel schon wieder von euch. Geniale Folge von euch. Das wollte ich halt die ganze Zeit sehen. Und ihr kriegt jetzt erstmal auch ein Päuschen, ne? Das habt ihr euch wirklich verdient. Wer hat noch gespielt? Es waren Medasch, Chilimenski und Iusis. Und ihr kriegt alle einen Tag Pause. Habt ihr euch wirklich komplett verdient. Andres Knieprellung. Also war es vielleicht doch neu. Ich weiß es nicht. Kann sein. Aber es ist zum Glück nicht so schlimm. Und wir müssen bald 500.000 an Stoke zahlen. Das wird auf jeden Fall noch passieren, weshalb wir uns da nicht vor verstecken sollten. Weil einen Einsatz wird er noch locker haben bis zur Winterpause. Mal schauen noch, was die anderen machen. Und dann bin ich sehr, sehr glücklich. Wir sind nämlich auf Platz 4 aktuell hoch. Ja, die anderen spielen noch. Juve zum Beispiel spielt noch. Torino, Fiorentina, Udinese, Lazio, Parma. Okay, die spielen alle noch. Dann warten wir noch den Serie A Sonntag ab und dann wissen wir wieder ein bisschen mehr, wie es in der Tabelle aussieht mit uns. Aber ich bin jetzt sehr frohen Mutes. Inter hat gewonnen, Lazio hat gewonnen und Cagliari hat gewonnen. Fiorentina hat verloren, also die werden nicht an uns rankommen. Ich warte noch den Sonntag ab. Momentan sind wir immer noch auf Platz 4. Da spielt unter anderem Juve gegen Bologna. Sollten sie eigentlich schaffen. Aber man kann ja vielleicht ein bisschen Hoffnung haben, dass Juve mal ausrutscht. Unentschieden wäre ja auch gut. Ja, komm, FM, zeig's mir. Spann mich nicht auf die Folter. Ja, das muss Juve eigentlich gewinnen. Aber sie rutschen wirklich aus und Benevento gewinnt, wow. Und damit ist Rom letzter und wir sind auf Platz 4. Juve ist mit dem Unentschieden an uns vorbeigekommen, aber es ist nur ein Punkt. Und sonst hat, naja, nicht jeder, Torino und Napoli haben noch nicht ihre 9. Spieltagspartien gemacht. Rom ist Tabellenletzter, wow. Gennaro Gattuso wird wohl nicht mehr so lange Trainer bleiben. Letztes Jahr schon nur Platz 14. Absoluter Abwärtstrend. Und wir sind richtig krass nach vorne gekommen in dieser heutigen Folge mit unseren 3 Siegen in Folge. Und jetzt kommen wieder ein bisschen leichtere Gegner. Also ich bin sehr frohen Mutes aktuell. Aber Rom, boah. Die müssen echt aufpassen, dass sie dieses Jahr nicht absteigen. Sehr, sehr nice, Jungs. Bin echt stolz auf meine Mannschaft heute. Haben das echt gut gemacht. Ich meine, so oft wie man die halt kritisiert und hatet, ne, so muss man auch mal loben. Und da wir das zum Folgenende machen, wird es zum Folgenanfang bei der nächsten Folge halt keinen Effekt mehr haben, dass man die Spieler nicht loben darf. Ja, Chievo, Benevento und Bologna. Also haben wir 16, 18 und 12. Und dann haben wir Rom und Udinese, das wäre dann nochmal 20 und 11. Bin gespannt. Also wir haben viel Chancen. Mancini spielt, er ist unzufrieden, aber immerhin spielt er ansatzweise fast alles bei Frosinone in der Serie B, hat schon ein Tor gemacht. Durchschnittsnote ist nicht so geil. Was macht Nicoli? Na, 13 Spiele, 3 Tore, keine einzige Vorlage. Auch enttäuschend. Velardi, 12 Spiele, 2 Tore, 6 Vorlagen. Etwas besser bei Hellas.
Uribe spielt immerhin sehr viel bei Hertha, das ist sehr, sehr gut und hat auch eine sehr gute Durchschnittswertung, das ist perfekt. Also das hat sich sehr gelohnt bisher. Hertha momentan auf Platz 7, Dortmund auf der 1, Gladbach dahinter, Bayern nur auf 3, Düsseldorf, Nürnberg und Hoffenheim auf den letzten drei Plätzen. Und Reidarsson spielt leider nicht alles in der Serie B bei Hellas Verona, aber immer ein bisschen. Durchschnittswertung bei ihm ist leider auch nicht so gut. Hellas Verona ist momentan auf Platz 2, also immerhin ist es okay-ish vom rein tabellarischen. Aber gut, so, das war's für heute. Wir spielen am Montag weiter. Also erstmal euch ein schönes Wochenende. Dann geht's gegen Chievo, Benevento und Bologna. Ich hoffe auf eine genauso eine gute Folge wie heute, weil das wäre richtig nice. Möchte Netcop vielleicht mit uns verlängern? Das wäre sehr schön. Vielleicht hat er jetzt Bock nach den drei Siegen, aber natürlich nicht. Ich glaube, wir werden ihn für 5 Millionen oder so verkaufen müssen im Winter. Also bis dahin.